Mein Name ist Henry López. Ich arbeite hier im Physikalischen Institut der Uni Heidelberg. Ich komme aus Ecuador. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Physik zu studieren. Und ich bin gerade dabei, meine Promotion zu machen über die Heidelberger Graduiertenschule für Fundamentale Physik. Mein Thema ist Quantendynamik im groben Allgemeinen. Über die Schule kann man ziemlich viel sagen. Es ist eine gute Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen, sein Wissen zu erweitern. Und ja, man kann auch forschen, aber auch lernen, aber auch lehren. Das Programm, was man bei dieser Graduiertenschule machen muss, sind erstmal Tutoren, also irgendwelche Tutorials zu leiten. Oder man kann aber auch vorgeschrittene Praktika leiten oder halt auch Anfängerpraktika für die ganzen Studenten. Also man muss Lehre machen, was auch nicht so schlecht ist, wenn man weiß, dass man irgendwie später, wenn man in der Wissenschaft oder in der Uni bleiben will, dann ist es auf jeden Fall richtig gut, weil dann lernt man halt auch ein bisschen, wie Lehre überhaupt funktioniert. Man lernt aber auch andere Skills. Wenn man irgendwas jemand anderes erklärt, dann bleibt dieses Wissen ziemlich tief in einem selbst. Also Lehren ist auch Lernen sozusagen. Forschen ist auch Lernen. Das ist auch gut bei der Schule, weil, wie gesagt, wir haben ein Riesennetzwerk, wo wir alle miteinander kommunizieren können. Ich habe auch manchmal Gespräche gehabt mit anderen Professoren, die mir irgendwelche Ideen gehabt haben, und das wäre nicht möglich ohne die Schule gewesen. Ich arbeite in den Bereich von kalte Physik, kalte Chemie eigentlich, in die Quantendynamik. Und in dieser Schule kann man schon ziemlich gute Leute kennenlernen, die einem weiterhelfen können. Ich würde gerne in die Wissenschaft bleiben, auf jeden Fall. Ob es dann hier in Deutschland ist, das weiß ich nicht. Weil, es bietet sich halt nicht so gut an, es ist nur die Besten von den Besten von den Besten kommen hoch. Aber ich will zurück nach Ecuador und ich würde da gerne ziemlich gerne Wissenschaft weiter betreiben. Es ist gerade schlecht in Ecuador, würde ich sagen, Physik zu betreiben überhaupt. Aber ich finde es auch wichtig, dass es Leute gibt, die sich irgendwann damit beschäftigen, wie man irgendwie dieses Wissen, dieses wissenschaftliche Wissen auch irgendwie weitertreiben kann.